Heute Vormittag, 10 Uhr, fand die diesjährige feierliche Zeugnisübergabe für die erfolgreichen Prüfungsteilnehmer in den Berufen Landwirt, Tierwirt und Fachpraktiker Landwirtschaft im Landratsamt Verwaltungszentrum Werdau statt. Insgesamt hatten sich 16 Azubis der Abschlussprüfung gestellt. Im Hintergrund sehen Sie die jeweils besten der drei Berufe. In einem feierlichen Rahmen erhielten die 16 Auszubildenden ihre Zeugnisse. Mit dabei waren auch viele Angehörige und Ausbilder. Ich möchte Sie zur heutigen Zeugnisausgabe auf das Allerherzlichste begrüßen. Für diese jungen Leute ist ohne Zweifel ein Traum in Erfüllung gegangen, auch wenn der Weg dahin nicht immer ganz einfach war. Die Gründe dafür sind bekannt. Ja, der Durchschnitt ist leider ein bisschen schlechter als im Vorjahr gewesen. Das führen wir aber darauf zurück, dass wir ja nur den ersten Jahrgang hatten, der vollständig durch die Pandemiezeit gegangen ist, mit Homeschooling, mit Ausfall, mit Quarantäne etc. Und von daher sind wir eigentlich mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Zufrieden waren auch die Azubis. Freudestrahlend nahmen sie Zeugnis, Glückwünsche und Blumen entgegen. Das Interesse für die grünen Berufe ist nach wie vor sehr stark. Und ich habe auch heute viele der Zeugnisempfänger gefragt und sie werden überwiegend alle auch in ihrem Beruf und auch in ihrem Betrieb bleiben, sodass wir eigentlich zufrieden sind, dass wir für die Landwirtschaft dort auch entsprechenden Nachwuchs auch dafür sorgen können. Einfach wird es für die jungen Damen und Herren nicht werden. Welche Auswirkungen die Pandemie, der Krieg in der Ukraine und nicht zuletzt der Klimawandel auf ihre Arbeit haben wird, ist nur schwer vorhersehbar. Das ist sicherlich sehr schwer jetzt abzuschätzen. Wir erleben ja alle, auch im persönlichen Leben, dass sehr viel in Fluss ist, in Bewegung ist, in Veränderung ist. Das wird natürlich auch die Landwirtschaft betreffen, das ist ganz klar. Da will ich aber keinen ausnehmen. Das trifft uns alle. Damit hat die Leiterin des Umweltamtes sicher recht. Doch genug mit trüben Aussichten. Trotz des insgesamt nicht ganz so guten Gesamtdurchschnitts konnten einzelne Spitzenleistungen erzielt werden. Hier sehen Sie die drei Besten. Mein Name ist Linda Ganzer. Ich habe beim Agrarhof Gospersgrün in Frohreuth gelernt, Tierwirt und Fachrichtung Rinderhaltung. Mein Werdegang ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlicher. Ich komme nämlich aus Berlin und habe dort auch Abitur gemacht, habe mich dann aber während des Abiturs entschieden, dass ich gerne in der Landwirtschaft und mit Tieren arbeiten möchte und habe mich dann eben auch für die Rinderhaltung entschieden, bin dann hierher gezogen nach Frohreuth und ja, habe den Beruf jetzt 3 Jahre erlernt. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit den Tieren zu arbeiten und nach der Ausbildung möchte ich jetzt eben in Freiberg Zug meinen Techniker für Landbau machen. Mein Name ist Yannick Bierecke. Ich arbeite in der Agrargenossenschaft Langkursdorf und habe Landwirtschaftswerker-Ausbildung gemacht. Ja, also meine Familie hat ja schon einen Bauernhof gehabt. Habe schon mal öfters mitgeholfen und hatte nur Technik gehabt, die beeindruckend war. Dann habe ich halt mehrere Praktikums gemacht im Ausbildungsbetrieb, jetzt, wo ich ausgelernt habe. Ich bleibe halt erstmal in dem Betrieb und dann vielleicht nochmal höher bilden lassen, also richtigen Landwirt. Ich bin der Dominik Bösneck, habe gelernt in der Agrargenossenschaft Schönberg und habe den Beruf Landwirt erfolgreich abgeschlossen. Ich bin, seitdem ich klar denken kann und laufen kann, war ich auch immer dort, wo eine Maschine gerollt ist. Wir haben auch viele Bauern im Ort, da war ich auch immer mit dabei, immer mitgefahren. Und Landwirtschaft hat mich schon immer fasziniert, es war schon immer eigentlich das, was ich machen wollte. Ich habe dann mit 11 Jahren angefangen, in die Hasenzucht einzusteigen, wo ich jetzt auch sehr mit meiner Rasse sehr gut bin, auch bei manchen Ausstellungen mitmache und halt das Gesamtpaket Landwirtschaft hat mich halt schon immer interessiert. Ich wollte schon immer mal so einen großen Trecker fahren und immer mal schon hinter die Kulissen gucken. Deswegen habe ich auch viele Praktikums gemacht in meinem Betrieb oder in dem Betrieb, wo ich jetzt bin und bin auch sehr zufrieden, wie das so alles. Und ich bin froh, diesen Beruf gelernt zu haben. Wie soll es weitergehen? Also es wird jetzt erstmal so sein, dass ich jetzt erstmal ein paar Jahren hier in meinem Betrieb bleibe und dann mal gucken, eventuell mal noch Wirtschafter oder Meister.
aber das lasse ich aktuell noch offen. Den drei Besten und natürlich auch allen anderen Prüfungsteilnehmern herzlichen Glückwunsch.